So, ihr Lieben, ich latsche hier durch Schleswig-Holsteins Weideland und ich muss mal wieder so ein grün-links versüfftes Video machen, ja? Von wegen Ressourcenknappheit und so. Wir haben Mai und nach meinem Erkenntnisstand ist der 5. Mai der Tag, der die Ressourcen widerspiegelt, die wir im eigenen Land für den eigenen Verbrauch. Achtung, Mukus, ja, sehr hübsch. Der Tag, der die Ressourcen widerspiegelt, die wir selber decken können in unserem Land für unsere eigene Bevölkerung. Ab dann beginnt die Tatsache, dass wir alles zukaufen, zubuchen, uns liefern lassen. In jeglicher Hinsicht, ja, von Gas bis Fleisch bis was weiß ich was, Kartoffeln. Irrwitzigerweise. Es ist, glaube ich, der 17. Mai. Ich hänge es euch unten dran. Der Tag, an dem, Achtung, statistisch, wenn wir alles, was wir an Ressourcen und vor allen Dingen Lebensmitteln in Deutschland, was wir da so verbrauchen, wenn wir das auf 365 Tage verteilen würden, dann ist der 17. Mai, glaube ich, der Tag, bis wohin alles im Müll landet. Sprich, fast die Hälfte von all dem, was wir da so verbrauchen, haben wir am Schluss eben nicht verbraucht, nämlich nur gekauft, nicht konsumiert, nämlich nur erworben. Primär Lebensmittel und ist dann doch entsorgt. Das passiert über den Einzelhandel, das passiert über unsere Haushalte in einer nicht unerschwinglichen Summe, das passiert über die Gastronomien. Ist das nicht irre? Fast die gleiche Zeitspanne, das, was wir da so erwerben, selbst herstellen können in diesem Land, dass das fast die gleiche Zeitspanne ist von dem, was wir dann wieder in einen Müll schmeißen, da wir es nur erworben haben, aber nicht konsumiert. Das macht mich echt innerlich aggressiv, vor allen Dingen, wenn wir es dann verbinden mit dem Thema Klimaschutz, Klimaerwärmung. Ich habe überhaupt keine Lust mehr darüber zu diskutieren, wer nun Grundschuld an dieser Klimafrage ist. Mir ist es egal, es wird wärmer und es wird zu Flüchtlingsströmen kommen, es wird zu Umwälzungen in diesem Land kommen. Nachbarschwuffi. Und wir haben zu verstehen, wie wir mit unseren Ressourcen umzugehen haben. Ich bin mal wieder auf dem Weg, wirklich mein Auto abmelden zu wollen. Wie gesagt, in einem Kaff wohnend. Macht doch mit! Schreibt mal, was ihr so Bock habt zu tun. Und wenn es mal für kurz ist, ich bin mal für einen Monat Veganer. So nach dem Motto, ich bin da mal weg. Oder ich habe eine neue Idee, wie ich meinen Strom reduzieren kann, oder? Ressourcen wertschätzen. Ressourcen wertschätzen ist, glaube ich, der erste richtige Weg hinsichtlich mit Ressourcen richtig umzugehen. Ja, und ich freue mich, mich mit euch da auf dem Weg zu machen. Tschüss.